Maskenfotograf gelernt? Es schien nicht ganz so einengend zu sein. Also es ist nicht, dass ich irgendwo in so einem Büro gesperrt bin und auch nicht an der Werkbank. Das war ja auch so eine Ersatzfamilie. Bei vielen waren ja die Familienverhältnisse selbst auch sehr schwierig. Wo dann eben Scheidung war und Arbeit und Hickhack. Und da haben wir uns eigentlich auch so eine eigene Familie gebaut. Das war doch direkt irgendwie eine Parallelwelt, wo wir gelebt haben. Ja. Das war doch eine Blase in der Welt, wo wir gelebt haben, unangefochten, irgendwie zwar von irgendwelchen dümmlichen Stasisten bedroht, aber eigentlich doch so komplett autark und frei wie kein Mensch sonst. Mit Oma versuche ich tatsächlich, was für mich auch ein bisschen Neues zu definieren, nochmal den Versuch zu starten, ein Foto zu machen, was auch irgendwie ganz gut wird. Es muss von der Intensität so stark sein wie die von damals. Und da liegen halt wirklich dann 32 Jahre zwischen. Krass.